Willkommen zurück bei Pokémon Gelb. Wir sind wieder in Lavandia und im Pokémon-Turm, wo so viele Seelen ruhen. Doch Team Rocket baut hier mächtig Scheiße. Außerdem sind die Exorzistinnen ja von Geistern besessen. Wir können die Geister aber jetzt mit dem Soft Scope identifizieren. Meistens sind es Nebulak oder Alpollo, also die Weiterentwicklung von Nebulak. Manchmal kann aber auch ein Dragosso auftreten. Denn die Hintergrundgeschichte vom Pokémon-Turm ist, dass Team Rocket hierher gekommen ist, um Dragosso zu entführen, weil sie nämlich die Knochen von Dragosso verkaufen wollen. Diese haben wohl einen etwas höheren Wert als andere Waren, an die man etwas leichter rankommt. Und da dachte sich Team Rocket, ja, schnappen wir uns das mal, ne? Ist ja egal, wenn der leidet. Who cares? Und dabei ist eine Mutter von einem Dragosso ums Leben gekommen. Und dieses Knogger, die Weiterentwicklung von Dragosso, spukt hier jetzt noch. Und zwar im obersten Geschoss. Und da kommt man ohne das Silph Scope nicht weiter. So sollte es zumindest sein. Man kann sich mit einer Pokepuppe vorbeiglitschen. Joa. Und wie, das zeige ich euch gleich. Genauso wie einen weiteren Glitch, der Pikachu ist besessen von Geistern-Glitch oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt gleich was ganz Skurriles zustande. Einen Moment. Das müsste schon im nächsten Raum zu sehen sein. Aber Pikachu muss dabei auch sterben, deswegen werde ich mir da auch wieder einen anderen Spielstand erstellen, weil ich ja nicht möchte, dass mein armes Pikachu stirbt, beziehungsweise ich speichere halt vorher. Und lade den Spielstand dann neu. So sinkt ja auch die Zufriedenheit von Pikachu und das wollen wir doch alle nicht. Was wir aber wollen, ist an den Pokéball rankommen und dabei möglichst nicht von Nebulak gestört werden. Ich schlage daher vor, dass ich jetzt einen Schutz aktivieren werde, weil dann werden wir auch nicht mehr von den Nebulaks angegriffen. Wir brauchen sowieso Platz in unserem Beutel, also warum nie? Oder habe ich keinen Schutz mehr? Okay, dann halt nicht. Stattdessen finden wir hier noch einen Aufwecker. Gar nicht so schlecht. Die Nebulaks können ja Hypnose. KP Plus, das verballere ich am besten gleich. Wieder mal bei Pikachu. Der kann jeden KP gebrauchen. Und Verteidigung und ja, eigentlich alles. Weil es das schlechteste Member ist. Und nun haben wir hier, glaube ich, alle Exorzistinnen besiegt und gehen ein Stockwerk weiter hoch. Ich hätte hier liebend gerne den Schutz benutzt, aber ja, wenn ich keinen habe, habe ich halt keinen. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Der Pokémon-Turm ist nicht allzu groß. Wir werden locker in diesem Part damit fertig. Sonst ist mein Weltbild zerstört. Und das ist der Raum, in dem wir den Pikachu-Glitch hervorrufen können. Denn es gibt hier ein spezielles Feld, vielleicht habt ihr schon gesehen. Da kann man sich heilen. Aber wenn Pikachu vorher gestorben ist, dann kommt es da wohl zu einem Glitch. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber schon gesehen. Von daher bin ich auch ganz gespannt. Jetzt kann ich nur dummerweise Lukas Sauer nicht einwechseln. Weil der stark verletzt ist. Da passt es gut, dass sowieso jetzt Pikachu kämpfen muss. Und Pflanzen-Pokémon reinzuschmeißen, ja, eher nicht. Und Vulpix ist auch zu schwach. Oh, kriege ich jetzt auch noch eine Paralyse ab? Bitte nicht. Nein! Ja, komm, das ist eigentlich eine Steilvorlage, um Pikachu jetzt sterben zu lassen, ne? Das heißt, wir werden den Glitch gleich auslösen. Ich besiege jetzt nur schnell dieses Nebulak. Und wir sehen mal wieder die Wassertropfen. Juhu! Mal sind sie nämlich da, mal nicht. Die entscheiden sich immer im letzten Moment, ob sie zu sehen sein wollen. Exorzistin. Besiegt. Welch Albtraum. Ist hier ein Item eigentlich? Nö. Da ist nix. Na gut, dann speichere ich mal eben. Und werde Pikachu jetzt sterben lassen. Und dann seht ihr gleich, was passiert. Tja, tut mir leid, Pikachu, aber ich muss dich für einen Glitch opfern, deswegen stirb. Sehr gut. Wenn es tot ist, dann flüchtet.
und begebt euch zu der Schutzzone. Haltet jetzt das Steuerkreuz nach links die ganze Zeit gedrückt, auch während des Textes, und drückt ein-, zweimal langsam A und jetzt hämmert ihr auf A, immer und immer wieder. Wenn ihr es richtig gemacht habt, dann kommt Pikachu dem nicht hinterher und teilt sich mit euch auf. So kann es auch durch die Särge laufen und ja, ist generell unkontrollierbar. Das bleibt auch nach einem Kampf so. Man kann das Ganze nur aufheben, indem man einen neuen Bereich betritt, also beispielsweise den bei der Treppe. Finde ich eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Ist nicht ganz einfach anzuwenden, deswegen probiert es einfach immer und immer wieder. Irgendwie lustig, oder? Jetzt teilen wir uns aber mal wirklich. So, danke. Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Das ist ja nett von dir. Also das ist wohl die einzige Exorzistin hier, die nicht befallen ist und die sich noch normal verhält. Wir machen jetzt ganz normal weiter und besiegen die ganzen Exorzistinnen, steigen außerdem den Turm weiter hoch. Sie hier ist noch eine Trainerin und bei dem schützenden Bereich gibt es auch noch eine, die habe ich jetzt für den Glitch extra besiegt, aber da, in meinem richtigen Spielstand noch nicht. Jetzt kämpfen wir aber erst einmal gegen einen Alpollo und das sollte man jetzt vielleicht nicht unterschätzen. Sofort wechseln und Simsala reinwerfen in den Kampf. Der kann mich jetzt auch ruhig paralysieren, das ist alles kein Problem. Ich gehe ja dann eh zurück zu den weißen Fliesen und heile mich. Aber er hat natürlich keine Chance gegen den Psystrahl. Level 33 für Simsala. Oh yay. Und er hat jetzt schon Init 100. Level 33, so geil, ey. Der Oberchiller, der. Und safe, genau. Ja, dann noch die Alte hier besiegen. Das Item holen und dann können wir die nächste Etage erreichen. Ich glaube, das ist sogar schon dann die mit dem Geist. Mit der armen Knoggermutter. Eigentlich ist diese Story von der toten Mutter ziemlich traurig, oder? Das unterstreicht nochmal, wie krass die erste Staffel von Pokémon einfach war. Mit den ganzen gebannten Folgen und diesen Mythen, ja, mit den Selbstmorden hier in Lavandia und all der ganze Stuff. Gibt ja noch mehr Pokémon-Folgen, die gebannt wurden. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich noch mehr nennen werde. Da gibt es zum Beispiel die in Staffel 8. Das ist Episode 396. Die kam in Deutschland und USA nie. Aber nie, weil sie irgendwie gefährlich war, sondern weil sie langweilig war. Ja, sie war langweilig und dann haben sich die Macher, nein, nicht die Macher, die Verantwortlichen für Pokémon in USA und Deutschland dazu entschieden, sie nicht zu senden, weil diese Episode besteht nur aus Rückblenden. Ich glaube, das ist irgendwie die letzte Folge von Maike. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall kommen da verdammt viele Rückblenden von Ash und Maike und Pikachu, du schaffst es ernsthaft nicht gegen das Nebulak. Ich glaube, dein Schwein pfeift. Genauso wie meins. Dann muss es eben der Firebro regeln. Bitte. Bitte besieg es. Glut. Das reicht nicht, ne? Nein. Aber nochmal Nachtnebel ist ja kein Problem. Das überlebt er noch. Ein drittes Mal dürfte kritisch werden. Aber es gibt kein drittes Mal. Das Nebulak ist down. Gott sei Dank. Ja, da gehe ich doch gleich wieder zurück zu den Fliesen. Meine Güte. Aber ich finde das irgendwie doof, dass sie die Folge nicht gesendet haben. Ich meine, langweilig, ja, hin und her. Aber das hat doch einen emotionalen Hintergrund. Das kann man doch nicht einfach wegwerfen, diese Episode. Ein Nugget. Das werden wir zu Geld machen. Finde ich schon eine Schweinerei, Mensch. Und da gibt es noch mehr Episoden, die deswegen gebannt wurden, aber die Nummer von denen kenne ich jetzt nicht. Oh, noch ein Alpollo. Aber der ist nur auf 22. Okay, da brauche ich wieder die Hilfe vom Luca Sauer. Und Schlecker geht daneben, das finde ich gut. Psystrahl!
stirb! Sehr schön. Genau so muss das gemacht werden. Und dann ist auch diese Exorzistin passé. Weiter, 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 weiter. Wir wollen immer weiter hoch. Wie gesagt, ich glaube, jetzt kommen wir schon in die Etage, wo die Knorgermutter ist. Das heißt, ich werde euch dann gleich im Anschluss den nächsten Glitch zeigen, weil man ja den Kampf skippen kann. Ohne Self-Scope. Und das wollt ihr bestimmt sehen. Aber natürlich gibt es auch hier nochmal einige Exorzistinnen, die unbedingt kämpfen wollen. Ich verstehe aber gar nicht, warum die alle besessen sind. Ich meine, gut, es spukt hier, ja. Aber was zum Teufel ist eigentlich die Ursache für den Spuk? Das wurde nie geklärt. Team Rocket ist hier und schnappt sich die ganzen Tragosso. Ja gut, aber warum spukt es hier? Und wieso kann man das mit einem Gegenstand von einer Firma, Silphscope, bitte schon identifizieren? Die Firma nennt sich übrigens Silph Corporation und da kommen wir noch hin. Das wurde irgendwie nie erklärt, ne? Äußerst seltsam. Simsala ist verwirrt, deswegen werde ich wechseln zu Pikachu und ich hoffe, dass es jetzt gegen einen Nebulak bestehen kann, weil das vorhin war schon echt armselig. Da haben wir zum ersten Mal gesehen, dass Pikachu eben doch nicht ganz fit ist, ne? Aber gut, war auch viel Pech dabei mit Verwirrung und dem ganzen Gedöns. Nachtnebel schlägt mal wieder zu, verletzt uns ordentlich. Kommen wir zu einer neuen gebannten Folge und zwar ist das Folge 19, aber die ist nicht auf ewig gebannt worden, sondern nur auf Zeit. In dieser Episode war es so, dass es da um ein Tentoxa, ein riesiges Tentoxa ging mit mehreren kleinen Tentacha und die haben Hochhäuser ausgerissen. Könnt euch vielleicht schon denken, warum die Episode in den USA nie gezeigt wurde. Das war nämlich zeitnah zum schrecklichen Bullshit, der in den USA passiert ist. 9/11, der Anschlag von Al-Qaida. Und ja, deswegen wurde die Folge da nicht gesendet, um natürlich nicht daran zu erinnern. Logisch, ne? Allerdings wurde sie dann ein paar Monate später, Ende Januar 2002, doch mal gezeigt. Gleiches Problem war noch bei einer anderen Folge. Das war Folge 23. Die nannte sich auch noch der Terrorturm. Ja, also das passte ja gleich doppelt und dreifach. Außerdem sah der Turm ja mit viel Fantasie ein wenig so aus wie das World Trade Center. Zumindest fanden das die Amerikaner und deswegen war auch diese Folge auf Zeit gebannt. Ja. Aber die war, glaube ich, auch 2002 wieder dabei. Irgendwie sowas. Ja, jedenfalls waren beide nur auf Zeit gesperrt. Gibt noch eine abstruse Story, ja. Es gibt nämlich eine Folge, Staffel 7, 348 ist die Nummer. Da geht's darum, dass sich, ja, Männer in eine Gruppe tun und Frauen in eine Gruppe tun. Also so eine Art Geschlechterkampf, sag ich jetzt mal. Und es wird auch viel gestritten. Und diese Folge ist in einigen Ländern blockiert, um halt keine Diskussionen diesbezüglich auszulösen. Gleichstellung der Frau und so eine ganze Scheiße halt, ne? Unter anderem in Italien, Frankreich und ein Land, was ich zuvor gar nicht kannte. Musste ich mir auch aufschreiben, Moment. Aruba oder so. Aruba, genau. Das ist offenbar eine Insel in der Karibik. Und gilt als Land. Okay. Nie gehört. Und da wurde diese Folge auch nicht gezeigt. Und in vielen weiteren Ländern ebenso nicht.
einfach total lächerlich. Oh, genauso wie lächerlich ist, dass ich keine Items mehr aufnehmen kann. X-Treffer braucht niemand. Schmeiß ich weg. Damit können wir, glaube ich, die Volltrefferquote erhöhen. Oder die Genauigkeit. Ja, die Genauigkeit, genau. Ein Sonderbonbon. Okay, das dröhne ich dann mal wieder einem von meinen Pokémon rein. Und zwar kriegt es der... Ja, wieder Park NP. Der hat letztens schon eins bekommen. Ich hab die ganzen Levels hier geschenkt. Voll cool. So, und jetzt müssten wir eigentlich da sein. Genau. Ich zeige euch einmal kurz, wie es richtig gemacht wird. Also man lässt den Pokémon-Turm komplett aus, geht nach Prismania City, holt sich da am besten gleich den Orden, geht ins Rocket-Versteck und holt sich das Sylph-Scope von Giovanni. Und dann kann man die Geister sehen. Eben nicht nur die normalen Geister, sondern auch die Knoggermutter, die den Weg in die letzte Etage blockiert. So, man kann das Pokémon, soweit ich weiß, nicht fangen. Oder? Nee, macht ja gar keinen Sinn. Trotzdem werde ich es versuchen. Aber ich glaube, man muss sie besiegen. Oder vielleicht geht auch flüchten. Da sieht man jetzt auch nochmal den Geist. Und wir setzen das Sylph-Scope ein. Und identifizieren den Geist als Knogger. Die Knoggermutter, die tote Knoggermutter. Ja, sie sucht nach ihrem Kind, das Kind sucht nach der Mutter. Eine traurige Geschichte. Und jetzt kommt Megasauger zum Einsatz, um es zu schwächen. Eigentlich voll grausam. Voll grausam, oder? Nicht nur, weil sie tot ist, sondern auch, weil wir jetzt gerade einen Geist vermöbeln. Und das nur, weil es nach seinem Kind sucht. Pokéball! Was geht? Ah, okay. Wusste ich's doch. Man kann das Viech nicht fangen. Man muss es... Ja, töten auch nicht, weil er ist schon tot. Sagen wir mal, erlösen dazu. 25 AP für Rasierblatt, obwohl es viel, viel besser ist als Rankenhieb. Wo ist da der Sinn? Volltreffer und tot. Ja, so geht's richtig. Der Geist war die rastlose Seele von Dragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Das ist schön. Ja, und wie wir uns den ganzen Ärger mit Rocket ersparen können, seht ihr jetzt. Und Action. Also, wir werden angegriffen, haben kein Sylph-Scope, werden wir hier auch gleich lesen. Geist taucht auf und wir können ihn nicht identifizieren. Übrigens, wenn man den angreift, steht da... Hau ab! Verschwinde! Firebro kann sich vor Angst nicht bewegen. Ja, man kann also wirklich nur flüchten. So sollte es zumindest sein. Aber mit einer Pokepuppe... geglitscht. Da kommt genau der gleiche Text. Wir können einfach weitergehen ohne Sylph-Scope. Trollololololol! Na dann machen wir mal weiter. Was ist hier oben? Natürlich, ihr beiden Schweine. Halt, stehen bleiben! Der alte Knacker wollte sich beschweren. Da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mach dich vom Acker oder du bekommst eine Menge Ärger. Von dem Rocket? Ihr seid ja witzig. Haben sich eure Viecher jetzt endlich mal weiterentwickelt oder was geht? Ah, anscheinend. Weil sie schicken jetzt Mauzi als erstes in den Kampf. Meinetwegen. Doppelkick. Bam. Und bam. Keine Chance. Jetzt müssten Smogmog und Arbok kommen. So ist es. Haha. Sie haben also wirklich dazugelernt. Wow. Bedrohlicher Sprite. Ich probier's mal mit Hornbohrer. Und ich hab getroffen. K.O. Treffer. Nice. Very nice, Maxi. Weiter so. Und Smogmog. Smogmog. Boah, es ist hässlich. Außerdem sieht es voll Depri aus. Es weiß anscheinend schon, dass es verlieren wird. Megahieb hat getroffen mit einem Volltreffer und trotzdem steht er noch ganz solide da. Respekt. Allerdings ist es ein Gift-Pokémon und somit fällt ihm nicht besonders viel gegen Maxi ein. Hornattacke. Wieder ein Volltreffer und wieder lebt er. Nicht schlecht, der Specht.
Aber wie gesagt, keine Chance. Hätten sie ihm mal Finale erlernt. 1000 EP reichen nicht aus für Level 33. Strange. Dafür wirst du büßen! Ist das so, ja? Ah, so schnell wie das Licht, bla bla bla. Ein Schuss in den Ofen, haltet die Klappe. Was, selbst hier kommt Pokémon? Okay. Das ist jetzt ein wenig deplatziert. Wir treffen Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die umherirrende Seele von Dragossus Mutter zu beruhigen. Knoggers Seele kann nun endlich in Frieden in die ewigen Jagdgründe einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. Jo, kein Problem. Hier waren wir ja schon mal. Das ist sein Zuhause. Domi, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Ich will das Ding auch nicht vollenden, nur so. Ja, aber wenn du es wollen würdest. Dies wird dir bei deinem Abenteuer auch helfen. Ach so, ist es so. Cool. Pokéflöte, danke. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Na also, so kriegen wir die fetten Relaxos weg. Perfekt, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Wieder einschalten bei Pokémon Gelbe Edition. Tschüss.